What do you want right now? Was willst du im Moment? Ich wüsste nicht, was ich tun sollte. Schau es dir einfach an. Wenn du das sagst, bedeutet das, alles, was du in deinem Leben willst, was du suchst, ist Kampf. Um einen Job zu bekommen, muss es... Ja, liebe Leute, liebe Vorstände, GLS Germany, Eschborn, Dortmund. Ach, hab was vergessen. Ich hab da noch ein Paket stehen. Und warum steht denn jetzt da nicht das Paket, sondern diese Sequenz? Kann es sein, dass diese Sequenzen den einen oder anderen Depotchef, Regionalleiter, Vorstandsvorsitzenden, Vorstand Marketing, Press, CEO vielleicht wach, schaffend, inspirieren, dass gestern bitte doch übermorgen das vorletzte oder nächste Paket unbeschadet das Ziel erreicht, weil ich nämlich mit dem Gewissen angenehmer leben kann und möchte, wenn ich darf. Naja, also mein Auftraggeber möchte ja zufrieden sein, damit ich auch noch eine Buttermilch übermorgen genießen kann. Das geht aber nur, wenn ich dann danach, wie es mal der DM-Produzent und Erfinder gesagt hat, ich sage bewusst Produzent, kauft schön unsere Produkte, bezahlt sie auch schön, damit übermorgen auch noch wieder was im Regal steht. Wenn ihr nämlich alle nicht bezahlt, dann sind wir bald nicht mehr da. Und wenn der Kunde nicht mehr ein Paket, glaube ich, ist das so, 18,90, so 33 Kilo, nicht mehr aufgibt und nichts mehr in Frankfurt, in Duisburg, in Hamburg, in Dortmund, in Nürnberg plötzlich da ist, ja, darf ich heute was mitnehmen für Sie? Nein, bei GLS gibt es im Moment Probleme und wir sind wirklich schon lange Kunde gewesen und deswegen möchten wir unsere Nerven schonen und wir sind gerne bereit, bei einer Spedition etwas mehr zu bezahlen, weil nämlich dann unser Image nicht in die Müllkippe kommt und wir wollen leben und nicht streiten. Und wir wissen nicht, ob wir unser Image mit 500.000 Euro oder mit 1 Million wiederhergestellt bekommen. Denn das, was draußen der Kunde, ja, ob das das Bestattungsinstitut ist, die heute reklamiert haben, dass eben ein großer Schaden eingetreten ist, oder ob wieder ein Rahmenbruch von einem Notstromaggregat passiert ist und das vielleicht nicht selbst repariert werden kann, etc., 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 pp. Und dann der Herzpatient, der dadurch mit diesem kleinen Zusatzjob, weil er selbst ausfährt, weil er zittert, ob das Gerät das nächste oder das übernächste mit GLS auch wirklich ankommt. Das ist hochgradig. Ich weiß nicht, ob Kinder das hören. Insozial. Und wie kann man besser die Werte vermitteln, als mit einem, der hochgeistig ein Ingenieur ist, ein indischer Ingenieur, der das auch ein bisschen locker rüberbringt, damit vielleicht der eine oder andere Paketbote, ja, der Lieferbote, ich weiß nicht, wie ich es noch ausdrücken soll, weil ich habe ja
jetzt 18 Vorstandsmobilnummern mir durch Redaktionen zusammengeschaufelt und werde jetzt puzzeln, welche Nummer wo wem am besten nutzt und welcher Vorstand jetzt für mich und dem Herzpatienten Gas gibt. Und ich hoffe, liebe Vorstände, dass Sie niemals meine Ohren so unästhetisch belagern. CAO Logistik, Herr Martin. Punkt, Punkt, Punkt. Sie wissen, wer ich bin. Glauben Sie mir das. Es gibt jemand, der fährt mich zu Ihnen vor Ihr Gebäude. Und dann stehe ich dort mit einem Banner, sobald der fertig gedruckt ist. Und dann heißt es, jetzt red I. Das ist eine Sendung in Bayern. Und ich bin vielleicht eine Co-Produktion. Aber glauben Sie mir, solange das Mikro nicht abstürzt, hören Sie mich sehr gut. Und sollte das für die eine oder andere Plattform nicht ausreichen, gibt es auch noch Heißluft und einen Ballon. Und wer bei Bush, Putin, Tony Blair war, der macht auch andere schöne Sachen. Damit man dann ins Gehirn gebrannt bekommt, was haben wir mit unserem Unternehmen nur angestellt? Denn Schickedanz, Quelle, Europas größtes Versandhaus, sehe ich auf diesem Globus bedauerlichst leider nicht mehr. Möchten Sie auch dort landen? Ich glaube nicht. Oder doch? Oder vielleicht? Hier haben Sie ein paar Weisheiten, die er zelebriert. Und wenn Sie wollen ein bisschen nachdenken, warum ich so Brain Trainings angelegt habe, dann werden Sie es begreifen. Wenn Sie wollen. Wenn Sie nicht wollen, dann können Sie nur eins. Sie können gehen. Und das kommt nicht aus meinem Munde im Original, sondern nur in Kopie. Im Original hören Sie so etwas entweder von der Koryphäe of Planet, Tommy Naga, oder Kopjol, Schindlerhof, Boxdorf, Nürnberg. Guten Tag. Es lohnt sich, galacom.tv zu erreichen unter tvgalacom@gmail.com. Genau. Anzuhören, anzuschauen. Denn so wie dieser Herr Referent, den Sie hier sehen aus Indien, genau so werde ich nur in einer anderen Form präsentieren. Mit dem zweiten dezent sieht man nicht nur besser, hört man nicht nur besser, sondern hat Global Contacts erbaut. Epochal Times, galacom.tv, damit es wirklich eingebrannt bleibt. Zu erreichen unter tvgalacom@gmail.com. Sie können natürlich auch zu Trigema mal vorbeischauen, bei Herrn Wolfgang Krupp. Dann lernen Sie, was Kunde für eine Rolle spielen darf. Gerne auch ein bisschen im Nachgeschmack.
lässt es 3 Jahre dauern und dann fühlst du dich, wow, ich habe einen Job. Sieh dir all die Menschen an, die gute Jobs haben. Sieh sie dir an, wie sie auf der Straße gehen. Gehen sie glückselig, triefend vor Ekstase? Hallo? Elende Typen, sie kriegen Blutdruck, während sie zur Arbeit gehen. Sie bekommen alle möglichen Beschwerden, sie flippen aus. Ja? Was willst du also? Morgen noch glückliche Kunden, die dann wohlbehalten von A nach B oder Z ihr Paket transportiert bekommen haben dürfen. Guten Tag. Hören Sie? Guck mal, wer da spricht. Nicht Gerhard Bold. Winfried Mohrhardt. Ich wurde nur gebeten, ob ich Zeit habe, alle Storys von GLS Germany über Monate zu recherchieren und dann zu publizieren. Und wir sind jetzt bei ca. 20.000 Euro Schaden. Davon ausgenommen, der Image-Schaden, die Reputation. Es wird Zeit. Melden Sie sich bei mir. Nochmals zum dritten tvgalakam@gmail.com. Ist ein Mädchen hier? Was willst du? Erfolg. Weiß nicht mehr.